Das Ringterview mit Laura Ludwig und Kira Walkenhorst in einer Arena. Wir haben euch nochmal Copacabana nachgestellt. Nicht ganz. Aber da ihr immer so viel Sand habt, kriegt ihr heute ein bisschen Asphalt und ihr müsst Ringe werfen. Seid ihr bereit? Yes. Definitiv. Yes! Wir wollen den neuen Rekord brechen. Genau. Ich erkläre euch noch kurz die Regeln. Wenn ihr trefft, bekommt ihr eine Frage aus der Kategorie zart. Ganz schlicht. Wenn ihr nicht trefft, Kategorie hart. Also dann wird es ein bisschen... Das ist gut. Und ich würde sagen, Laura Ludwig beginnt alphabetisch. L kommt vor W, vor Walkenhorst. Also, du hast drei, du hast zwei. Welche Farbe ist da irgendeine? Ich hätte gern grün. Grün. Ja, dann fang du mit grün an. Ah! Gut. Harte Frage. Wenn du ein Mann wärst, was wolltest du auf keinen Fall verpassen? Das war gut. Ich wollte schon immer mal wissen, echt, das ist gar nicht so schlecht, ey, wie man im Stehen dann pinkeln kann. Also erstmal dich nicht hinsetzen müssen. Und das würdest du wahrscheinlich auch nicht verpassen, weil einen Tag lang musst du irgendwann ja mal aufs Klo. Definitiv. Ist okay, das würde ich schon gerne mal ausprobieren. Okay, also wie ein Mann pinkeln. Kira? Ich nehme blau. Blau. Wir haben ein ganz hartes Regelwerk. Das harte Regelwerk sieht vor, dass das kein Treffer war. Aber wenn noch einer kommt, kriegt er einen gewertet. Okay. Ja? Also, okay. Ebenfalls harte Frage. Wenn du was an deinem Körper verändern könntest, zaubern könntest, was wäre das? Ich denke, da findet jeder sehr, sehr viele Baustellen. Ich mag sehr doll kurze blonde Haare. Ich glaube, mir steht es nicht, aber das wäre auf jeden Fall was, was ich gerne mal testen würde. Das geht ja beim Friseur, da brauchst du nicht zaubern. Ja, das stimmt, aber ich traue mich da nicht. Okay, lass mir das mal so stehen. Schisser. Welche? Oh, schwarz und gold, ey. Ja. Ich hätte gern schwarz. Okay. Ja! Ja, leichte Frage. Hast du eigentlich als Kind schon gern im Sandkasten gespielt? Nee. Da war ich lieber auf dem Rasen, ehrlich gesagt. Ich hatte den Sand echt gehasst. Der war überall und das mochte ich nicht. Und den hast du doch jetzt wahrscheinlich immer noch, weil er überall ist. Nee, jetzt liebe ich ihn, wirklich. Also ich mag ihn auch sogar bei mir zu Hause. Mein Mitbewohner, der putzt und deswegen muss ich mich nicht darum kümmern. Sehr schön. Also ein Treffer. Übrigens, zwei hat noch keiner geschafft. Ihr seid auf einem guten Weg. Okay. Jetzt kriegst du, Kira, eine Frage zu Laura. Okay. Was ist ihre nervigste Eigenschaft, die dir so tierisch auf den Keks geht? Sie ist ja hart für mich und nicht für sie. Oh, das ist schwierig, da gibt es so viele Sachen. Schwierig. Laura ist einfach immer so ein gute Laune Mensch. Auch gerade morgens und dann. Nervig. Ja, gerade für mich morgens vor dem Kaffee ist es manchmal ein bisschen hart. Ah. Deswegen haben wir getrennte Zimmer mittlerweile und gehen uns da um die Uhrzeit noch aus dem Weg. Aber danach hat sie nicht viele Macken. Und der letzte Wurf. Für Laura. Komm, 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 einer geht noch. Ja, 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 ich hab's gesagt. Zwei halbe, also zwei halbe. Ist, ja, pass auf, jetzt noch eine leichte Frage. Vielleicht ja, an euch beide. Warum würdest du gerne in eine WG ziehen oder andersrum, warum auch mal nicht? Ich glaube, ich quatsche sehr gerne, also deswegen brauche ich auf jeden Fall immer jemanden dabei, den ich voll quatschen kann. Und auch wenn er es nicht hören will, und Kira ist leider immer ausgezogen jetzt, weil sie es nicht hören möchte. Aber das WG ist das Beste, also wirklich nach Hause zu kommen und ein bisschen quatschen, zusammen Wein trinken, abends sich bekochen lassen, läuft. Und dann kriegst du auch noch eine für die letzte, eher Rucksackurlaub oder eher festes Hotel irgendwo am Beach? Ja, da bin ich doch eher der Schisser, wenn es irgendwo hingeht und nehme lieber das Festgebuchte und mache von da aus lieber irgendwelche Rucksackausflüge. Perfekt. Also nochmal herzlichen Glückwunsch zu Beach Gold für Laura Ludwig, Kira Walkenhorst und im Ringewerfen gibt es, sagen wir mal, die Bronzemedaille. Was? Alles klar. Dankeschön.